Also der Ort oder die Sprengung an sich ist gar nicht das Besondere. Besonders ist, dass heute erstmalig 6 Fachgruppen sprengen, aus Nordrhein-Westfalen gemeinsam eine Alarmübung bestreiten. Also bei einer Sprengung sind grundsätzlich Vorarbeiten in Form von Berechnungen und Planungen erforderlich. Planungen, die Absperrmaßnahmen, wo stehen nachher die Posten, wo wird die Zündstelle eingerichtet und Ähnliches. Also heute werden die eigentlichen Bohrlöcher für die Sprengladungen erstellt, nachdem die Sprengberechtigten berechnet haben, welche Sprengstoffmengen verwendet werden müssen und wie die Bohrlöcher insgesamt angelegt werden. Morgen wird dann die eigentliche Sprengung durchgeführt. Vorab wird natürlich die Sicherheit hier hergestellt. Wir werden großflächig absperren und ja, gegen 13 Uhr soll dann die Sprengung der 3 Kamine, die hinter mir zu sehen sind, erfolgen.